Jo Leute, und somit herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, heute mal wieder ein bisschen im Mini-Vlog sein unterwegs. Ich habe jetzt hier gerade die Kohle geholt und die Kamera gerade noch eingestellt. Da dachte ich mir, komm Bruder, starte doch einfach gleich mal hier. Und zwar geht es heute um die Frage, Bruder, welchen Tabak kann ich in welchem Setup rauchen? Kann ich den Tabak in dem Setup rauchen? Kann ich das Setup für den Tabak nehmen? Also Freunde, wir kommen heute zu, ja, mit welchem Kopf kann ich wie was rauchen? Da oben stehen gerade noch die Köpfe, weil ich gerade noch ein paar Picks gemacht habe. Da kommen wir heute mal ganz kurz dazu. Ja, ich habe vier Köpfe, die ich jetzt spontan so gefunden habe, die ich aktuell benutze in jeweiligen Setups. Und dann kann ich euch sagen, den Tabak könnt ihr deswegen rauchen oder nicht oder pipapo. Kurz und knapp heute, welchen Kopf für welchen Tabak. Auch jetzt nicht zu 100%, ja, jeder raucht im Endeffekt anders. Ich sag euch einfach, wie ich rauche und ich drehe euch jetzt hier drauf und dann geht's los. All around me, smoke is heavy. So Ladies, dann bringen wir mal Licht ins Dunkle. Ich hoffe, der Fokus ist gesetzt. Warum das hier hinten so geil hochzieht, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwas ist mit dem Licht, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ich habe eigentlich nichts verändert. Deswegen müssen wir jetzt hier mit dem heftigen Special Effekt leben. Ja Leute, ganz ganz viele haben mich gefragt, auch im Stream. Yo Bruder, beispielsweise, kann ich Somo auch im Steinkopf rauchen? Im Tonkopf? Oder nur im Funnel? Und wenn dann der Somo-Funnel und den gibt es nicht mehr. Grob kann ich hier schon mal sagen, Freunde, egal was für ein Tabak, in Anführungsstrichen, ja. Tangiers zum Beispiel ist da noch eine ganz andere Angelegenheit. Ihr könnt in der Theorie jeden Tabak erstmal in einem Tonkopf rauchen. Ob das nun hier mit dem Sieb ist oder ihr habt den normalen 5-Loch-Tonkopf, wie gesagt, mit oder ohne Sieb. Und Kamin, quasi so, bupp, könnt ihr alles rauchen. Ja? Jetzt hat er natürlich, kriegt ihr den Fokus drauf? Ja, also wisst ihr Bescheid, nur mit dem Shisha-Schmitty-Tonkopf könnt ihr hier natürlich ordentlich rauchen. Also theoretisch geht das alles im Tonkopf, jeder Tabak geht im Tonkopf. Ob das dafür ausgelegt ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, es funktioniert erstmal. Ja? Dann kommen wir, ich sag mal, zu einem etwas spezielleren Setup. Alle Setups, die ich hier sage, sind unten in der Videobeschreibung, außer zu dem Oplako-Kopf, zu dem Overpacking, da habe ich noch nichts abgedreht. Ich habe hier einen Hotshot RT. Füllvermögen ist relativ wenig bis gar nichts. Also wenn ihr in dem Setup braucht, was ich euch jetzt sage, dann verbraucht ihr da vielleicht 6 Gramm. Irgendwas zwischen 6 und 8 Gramm. Den könnt ihr, wie gesagt, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr eigentlich so rauchen wie den Tonkopf, dass hier eigentlich alles funktioniert. Ich habe schon sehr, sehr viel mit diesem Hartz IV Setup ausprobiert. Ja. Wie gesagt, hier passt nicht viel rein. Kopf bis zum Rand, vielleicht ein bisschen drüber bauen, Alufolie drüber und dann Kamin. Ja. 3 Kohlen, hält eine Dreiviertelstunde, du hast Tabak gespart, alles easy. Dann zu dem spezielleren Setup, da sage ich ganz persönlich von mir, bin ich kein Profi, ja, ist halt einfach so, ist Oplako-Kopf, ich hoffe, ich bin da jetzt richtig informiert, das ist glaube ich der L und ich habe noch den S und da habe ich zweimal den gleichen. Auf jeden Fall funktioniert dieser Kopf so, ihr macht die Tüte hier voll und dann habe ich jetzt hier von Wish, ja, nehmt irgendein Amy Smokebox, irgendwas, ja. Mach das Ding hier drauf, 3 Kohlen, beziehungsweise 2 passen hier rein, kurz warten, feuerfrei, kann ballern wie die Hölle. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass euch das Funnelloch nicht zugestopft wird. Ja, und dann kommen wir zum Schluss zu dem Funnel. Jetzt hier speziell der Somo 80 Feet 80, den es nicht mehr zu kaufen gibt, das weiß ich.
aber man kann sich daran ungefähr orientieren von der Größe her, von der Füllmenge vom Tabak her. So orientiere ich mich jetzt dran. Ja, ich habe zum Glück hier noch einen, also zwei, und da drüben steht auch noch einer und Christian hat auch noch einen. Und bei Paul in Berlin ist auch noch einer verteilt. Auf jeden Fall kann ich hier sagen, guckt, dass ihr euch nicht einen zu großen Funnel bestellt. Ich werde jetzt da keine Namen nennen, da gibt es den einen oder anderen Kopf. Bruder, da versenkst du 30 Gramm. Und ja, wer halt nicht so viel Geld hat oder so, das lohnt sich dann einfach nicht. Da müsst ihr auf jeden Fall safe drauf achten, dass das einfach nicht zu groß ist. Ja, ich meine, selbst in denen kriegt man, glaube ich, irgendwas zwischen 15 und 20 Gramm oder so rein. Der verbraucht schon relativ viel, aber das geht noch. Ja, da gibt es weitaus größere Köpfe. So Leute, dann haben wir jetzt mal kurz die Setups vorgestellt, oder ich habe die vorgestellt, mit denen ich so rauche. Eigentlich sind meine Hauptsetups Tonkopf und Funnel. Theoretisch bräuchte ich nicht mehr. Wenn ich irgendwann mal Tabakknappheit habe, hole ich mir wieder einen Hotshot LT vor. Aber das sind eigentlich meine Hauptsetups. Ja. Tonkopf kannst du, wie gesagt, eigentlich ja alles pelzen. Da rauche ich eigentlich Adalia, Aquamenta, ja, Holster. Alles rauche ich eigentlich im Tonkopf. Außer Somo, die Somo Strong Sorten und Adalia Black. Weitere Black Tobaccos habe ich hier nicht zu Hause. Das läuft dort auf jeden Fall besser. Das kann ich euch sagen. Ja? Also Somo, die Somo Strong Line, Adalia Black im Funnel würde ich euch empfehlen. Ja? Kauft euch nicht zum großen Funnel, ansonsten ja, ist die Dose da gefühlt in 8 Köpfen weg oder so. Und es läuft besser. Ja, kann ich einfach aus Test- und Erfahrungsberichten sagen, dass Somo im Funnel super läuft. Adalia Black, könnt ihr gerne, ja, Freunde, probiert euch aus, ja, probiert euch aus, könnt ihr gerne im Tonkopf probieren. Wundert euch dann aber nicht, wenn ihr zum Beispiel den Cane Mint drin habt oder den Double Mint, warum es euch so vielleicht eventuell wegschießt. Die brauchen einfach die etwas andere, kräftigere Hitze, die Tabaksorten. Und die restlichen Standardsorten oder andere Hersteller könnt ihr meiner Meinung nach eigentlich alles im Tonkopf easy wegpelzen, und nur für wenige, sag ich mal, ist der Funnel wirklich so, wo du sagst, Bruder, den musst du im Funnel rauchen. Ja, das ist halt einfach so. Warum, wieso, weshalb, Freunde? Dafür bin ich da nicht zuständig. Da werden dann zum Beispiel die Jungs von Bro Contra Germany am Start, Daniel und Kai, die sind da noch ein bisschen mehr Brain. Ich glaube, Kai ist noch viel mehr Brain in dem Ding. Warum, wieso, weshalb, mit Hitze und Abstand und Andrücken und leicht andrücken, bum, bum, bum. Da bin ich raus. Ich habe meine Setups, da funktioniert super. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann werde ich quasi euch das beantworten. Oder vielleicht kann der eine oder andere noch helfen. Ja, vielleicht auch zu dem Thema Andrücken, Hitze, Pressen, bum, ja, da, wie gesagt, bin ich dann raus. Da bin ich auch nicht so voll im Fokus, Bruder, wie viel andrücken und einen Millimeter drunter und Löcher nur 13, weil 12 zu viel Hitze und bla bla bla, ja. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ich bin nur für das Allgemeine da. Alles funktioniert bei mir hier und das gebe ich euch weiter. Und ja, abschließend sei gesagt, zieht euch die Setups unten rein. Tonkopf-Setups gibt es ja genug. Funnel-Setup habe ich gebaut, Hotshot-LT-Setup habe ich gebaut. Das Setup habe ich hier nicht. Da könnt ihr einfach mal auf YouTube gucken, ja, Overpacking oder Vollkontakt. Da gibt es genügend andere Leute, die da Pro as fuck sind. Googelt euch durch oder YouTubet euch durch, ja. Sucht auch mal. Ja, Freunde, das müsst ihr auf jeden Fall auch machen. Ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass, weiß ich nicht, jeder eine Frage 20.000 Mal beantwortet. Die Videos sind auf YouTube, ja. Guckt dort rein, guckt bei den Kollegen vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die es noch 10.000 Mal heftiger drauf haben als ich. Gerade mit, wie gesagt, mit Kopfbau und 12 Löcher und 11 ist zu wenig und bup, bup, bup. Googelt und informiert euch über die Setups. Baut die nach, versucht's. Und ich kann euch nochmal zum Abschluss sagen, wenn die ersten 1, 2, 3 Köpfe das nicht so funktioniert, Freunde, ihr müsst euch da durchprobieren. Damals Tonkopf mit Alufolie. Bruder, da musste ich auch ein bisschen rumrätseln. Wie viel Löcher, wie viel Kohle, wie viel Hitze, ja, da muss man ein bisschen rumspielen. Aber ich kann dir sagen, das kommt safe mit der Zeit. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, unten in die Kommis, bewerten, kommentieren nicht vergessen.
Und wir sehen uns nächste Woche. Da gibt es wieder ein schönes Update vom BMW, Freunde. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt draußen. Ich habe eigentlich kaum gezogen an dem Kopf. Zum Schluss nochmal, Freunde. Nett. Ich bin draußen. Haut rein, euer Schmidti. Peace.